Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 3. Und falls ihr jetzt fragt, hä, wieso All the Mods 3, wie ist das denn jetzt mit Craft Attack und so? Craft Attack werden wir hauptsächlich noch im Stream machen, weil ich sehe für Folgen nicht so den Mehrwert, weil wir da meistens nicht so weit kommen. Wir werden ab und zu mal, aber nicht planmäßig, eine Zusammenfassungsfolge machen. Aber ansonsten wird in dem Craft Attack Slot, sag ich mal, hauptsächlich wieder All the Mods kommen. So viel vorab. Wir haben gestreamt. Wir haben krasse Sachen gebaut. Wir haben zum Beispiel diesen Raum hier gebaut. Mit Crystal Growth Chambers, die alle parallel arbeiten können. Und damit eine unfassbare Geschwindigkeit an den Tag legen. Und wir haben hier vorne an diesem Raum weitergemacht, in dem Sachen gecrushed werden. Wer denn? Oh lol, er ist fertig. Krass. Okay, dann können wir die Zusatzdinger wieder rausmachen. Wir haben hier überall zusätzliche Crafting-Rezepte für Fluix Dust reingemacht. Weil das so unendlich lange gedauert hat. Ich lösche die mal alle. Weil die durch eingelaufen sind. Aber es ist viel zu lang durch eingelaufen. Deshalb hat es am Ende jetzt nicht mehr viel gebracht. Ja, so soll er das alles in Ruhe machen. Denn wir haben halt 5000 Dense Energy Sets gecraftet. Und das hat 179.000 Fluix Dust gebraucht. Und das sind halt mittlerweile schon Dimensionen, in denen man ein bisschen gucken muss. Zum Beispiel auch wir haben ja auch Charged Certus Quarz. Wir haben jetzt 1,1 Millionen Charged Certus Quarz. Aber wir haben halt deutlich mehr normalen Certus Quarz, wenn wir das zusammen craften. Wobei 1,1 Millionen gar nicht so schlecht ist. Und das normale Certus Quarz, oh, ist mehr als ich dachte. Also wir haben 300.000 Certus Quarz, Charged Certus Quarz Ore verarbeitet. Und dass da 1,1 Millionen Charged draus kommen, nicht schlecht. Und wir haben auch 60.000 oder so schon wieder verballert. Wie sieht der Speicherplatz aus? Der Speicherplatz sieht eigentlich gut aus. Sehr, sehr schön. So, was ich heute mit euch machen möchte, ist, dass wir den zweiten Reaktor reparieren. Der hier ist ja wieder voll am Laufen. 400 Kilo F pro Tick, alles cool. Aber der hier ist ja komplett weggeschmolzen. Wir haben im Stream schon mal ein bisschen angefangen, die Magnete zu bauen. Ich kann hier mal kurz zwei Stacks normale Magnete und ein Stack transparente Magnete bestellen. Dann können wir mal den Reaktor wieder fertig bauen. So. Denn das Problem ist natürlich, wenn der schmilzt, dann schmilzt nicht nur der Core, sondern auch die ganzen Spulen hier schmelzen dann. Vor allem die Spulen. Also bei einem richtigen Fusionsreaktor würde das nicht passieren. Könnten die Spulen nicht schmelzen. Also vor allem der Reaktor kann nicht schmelzen, weil der, sobald das Plasma die Hülle berührt, geht das sofort aus. Weil der Energiegehalt von dem Plasma gar nicht so hoch ist, um das alles hier zum Schmelzen bringen zu können. Aber was natürlich möglich ist, dass es so eine Spule zerreißt. Ne? Das sind Elektromagneten, die schwingen und wenn die zu sehr schwingen, dann zerfetzt die und dann zerfetzt sie ordentlich. Ne? Also da laufen ja Ströme durch. Da wird einem schwindelig. Und wenn es die zerreißt, dann macht das einen ordentlichen Wumms. Unangenehm ist das. So, wie sieht's denn hier aus? Woran scheitert das? Ferroboron und Tough Alloy, kann das sein? Steel Ingot. Warum ist das so langsam? Wo wird Ferroboron hergestellt? Enhanced Alloy Smelter.
und Tough Alloy Enhanced Alloy Smelter. Lass mal zu den Enhanced Alloy Smeltern schauen. Die sind ja hier unten fast. Hier. Das heißt, hier wird das irgendwo hergestellt. Ah ja, Ferroboron und Tough Alloy. Ich kann mal Acceleration Wand nehmen. Use it, your machine has been disabled. Ja gut, aber ich kann natürlich versuchen, das so hier zu machen. Ja, bei der Maschine funktioniert es, glaube ich. Wie viel uns das jetzt wirklich bringt, ist natürlich auch die Frage, ne? So, ich halte mal gedrückt. Damit sind die ein bisschen schneller. Die Frage ist, gibt es da eine bessere Lösung für die Zukunft? Und ich würde sagen, es kommt drauf an. Es gibt halt Tick Acceleration von Astro Sorcery. Aber inwiefern man das lenken kann oder so, das müssten wir halt gucken. Das weiß ich nicht. Magnet. 20 Magneten sind jetzt fertig. Aber das hat auch nicht so viel. Die schmelzen einfach zu langsam. Ein Magnet. Jetzt nehme ich mal den Acceleration Wand. Und dann schauen wir mal, ob die jetzt deutlich schneller laufen. 3. Naja, das Problem ist, glaube ich, auch, dass erstmal genug nachgelegt werden muss. Das ist hier eher das Problem. Hier weniger, weil hier ist schon guter Vorrat. Ist das wirklich schneller? Also ich kann halt auch null einschätzen, ob das wirklich schneller ist. Kann ich null einschätzen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt überhaupt gar nichts. So, weil er produziert auch so ganz schnell Magnet. Also vielleicht produziert das ein bisschen schneller, aber ob sich das lohnt, ich weiß es ja nicht. So, ich würde mal sagen, wir machen hier lang. Da lang. So, wir haben. Ah ne, okay, hier fehlen noch eine Menge Magneten. Was sagt eigentlich die Kühlgeschichte hier? Die ist abgeklemmt, ne? Ah, okay. Fluid Laser. Dann nehmen wir hier einen Fluid Laser. Zack. Eine Laser Wrench. Wir brauchen einen Kompass. Into. Out of. Genau. Jetzt können wir es richtig verlinken. So. Damit wird jetzt eine Menge Wasser, eigentlich quasi eine unendliche Menge Wasser, hier in die Active Fluid Kühler reingeleitet. Was dafür sorgt, dass der Reaktor ordentlich gekühlt wird. Wie ist der denn eingestellt hier vorne? Der ist auf Absorbieren. Das heißt, er zieht Energie hier raus, um den Reaktor zu heizen. Das ist in Ordnung. 3700, also er dürfte dann knapp unter 2000 Jahre gehen, die er braucht, um voll zu werden. Sobald der läuft, ist natürlich immer noch witzlos, aber theoretisch. So, Magnete. 16 Magnete. Ich habe das Gefühl, wir kommen doch ein bisschen schneller voran. Die Frage ist halt, kann man die hier irgendwie noch schneller machen?
Das ist die Frage, die ich mir stelle. Magnet 3. So, jetzt stellen wir uns mal ganz kurz mit dem Dingens hier hin. 7. Ja, okay, doch. Das hilft. Kann man die irgendwie anders schnell machen? Also, das Tick Acceleration Ritual von Astral Sorcery ist halt das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt. Das heißt nicht, dass es das Einzige ist, was es gibt. Ja. Da müssten wir mal schauen. Ansonsten, wenn man die Maschinen... Ja, wir müssen einfach gucken, wie das funktioniert, das Ritual. Ich habe da zu wenig Ahnung von, wie diese Rituale funktionieren. Also wenn man jetzt, sage ich mal, die Tick Acceleration irgendwie per Starlight hier rein beamen könnte, wäre das ja eine Option. Andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen sinnlos, weil wann brauchen wir schon so oft so viel? Aber schön, dass wir genug Energie nachgeliefert bekommen. Magnet. 33 Magneten und ein Glasmagnet ist schon fertig. Sehr gut. So, wir müssen noch sicherstellen, dass der jetzt gleich nicht wieder schmilzt. Aber ich bin vorsichtig optimistisch. So. Ich glaube, wir haben alle normalen Magnete. Magnet. So, dann mache ich jetzt nochmal die Glasmagnete. Ich bestelle die jetzt nochmal. Warum? Naja, damit er die anderen gleich hier verkraften kann. Hä, warum geht's auf einmal so schnell? Hä? Hey. Keine Ahnung. Also soll mir recht sein. Ich dachte, er verkraftet jetzt die anderen Nicht-Glasmagnete. Aber so ist auch okay. Das Schöne ist, dass ja nur die Magnetspulen hier auch geschmolzen sind. Das heißt, dadurch, dass alles andere steht, werden die auch direkt mit Strom versorgt und schalten sich ein. So. Sehe ich das richtig, dass nur noch die Seite hier fehlt? Lass mal kontrollieren nochmal. Kann es wirklich sein? Ich glaube ja, ne? Also und der Fusion Core halt. Wie ist der hier eingestellt? Output, Input. Okay, ja. Der heizt den Reaktor. Ja, es fehlen nur noch ein paar Blöcke. Also hier ist auch alles voll. Es ist nicht mal mehr eine ganze Seite. Ne? Es sind wirklich nur noch 2 Blöcke. 1, 2. Damit sollte der Fusionsreaktor theoretisch fertig sein. Das heißt, wenn ich den jetzt hier hinsetze. Ja. Void leftover fluid aus. Void output overflow an. Prevent input overflow an. So. Energy stored. Active cooling rate 100%. Efficiency 0. Wir haben das letzte Mal geschafft, dass die Efficiency so schnell angestiegen ist. Das wäre jetzt eine Sache, die mich interessieren würde. Kann ich einen Entangloporter einfach hier oben draufsetzen, damit E-Netz 1 verbunden ist? Und dann feuert der da massiv einfach Strom rein und heizt das Ding auf? Ja und nein. Okay, also die Produktionsrate 3000 F pro Tick. Aber verbraucht natürlich gerade mehr.
als 3000 F pro Tick, ne? Oder speist der ein? Nee. Der absorbiert. Also der zieht schon. Oder was ist, wenn ich den so einstelle? Dass wir ihm die Energie wegnehmen. Ja, dann heizt er trotzdem auf. Das ist gut. 20.000 F pro Tick. 0,6% Effizienz. Ich weiß nicht genau, wie wir den letztes Mal schneller aufgeheizt haben. Kann ich hier den Acceleration Wand benutzen? 0,8%. Die Frage ist halt, welcher Block hier der Hauptblock ist. Wahrscheinlich der hier, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Ne, der heizt jetzt halt ganz langsam hoch. 50.000 F pro Tick. Dann kann ich ja den hier abbauen, ne? Weil er jetzt genug Energie produziert, um das hier zu versorgen. 11.200 Watt geht hier in die Magnetschule. Oder, also, Watt, genau. 11.200, 10.000. Ja, irgendwas um den Dreh geht in die Heizung der Magnetspulen. Also nicht in die Heizung, also in die Heizung des Plasmas und in die Magnetspulen. So ist richtig. Und also hier geht der Strom rein, um das Plasma zu heizen, und hier geht überall Strom rein, um die Magnetspulen zu versorgen. Das ist alles soweit auch realistisch. Und das sieht gut aus. Und diese ganzen Capacitor Banks hier, die sind alle, um Schwankungen auszugleichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier mag. Haben wir das da drüben auch? Oder habe ich das hier verhindert? Ah, das habe ich hier verhindert, ne? 100% Effizienz, 4 Millionen F pro Tick. Ja. Das habe ich hier verhindert. Dann sollten wir es drüben vielleicht auch verhindern. Das wäre wahrscheinlich besser. Jetzt ist nur die Frage, wie ging das nochmal, dass man das verhindert? Das war nicht mit einem Stick, ne? Also es gab manche Mods, da hat man das mit einem Stick gemacht, aber... Ne, dachte ich mir schon. Mit einer Wrench dann wahrscheinlich. Wrench. Und zwar... Thermal Foundation, Industrial Craft, Forestry. Ich würde mal sagen Thermal Foundation, maybe. Ja, weil die Kabel hier ja auch von Thermal Foundation sind. Also Thermal Dynamics, aber das ist ja eine... Teilmod von Thermal Foundation. So, so stellen wir sicher, dass die Energie wirklich auch über den Capacitor läuft. Das ist in dem Fall wichtig, damit der Magnet sich nicht über dieses Kryokabel die Energie holt, weil dieses Kryokabel, das schickt dir die Energie immer in so Paketen, und es kann dazu führen, dass irgendwann plötzlich ein Paket verspätet kommt und die Energie ausgeht, und so zwingen wir ihn, dass er alles aus diesem Puffer nimmt, und der hat halt 25 oder noch mehr? Ne, 250.000, ne? Ne, 25 Millionen, ja moin. 25 Millionen RF oder Microinfinity, wie die Energie hier heißt, aber das ist das gleiche wie RF, und das sorgt dafür, dass das nicht passieren kann, weil der das quasi puffert. Okay, das sieht gut aus. Ja, 15,9. Ja, doch, jetzt geht's schnell. Jetzt geht's schnell. Also ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich weiß nicht, ob es wirklich an den Dingern lag oder ob es normal ist. Ich habe keine Ahnung. Aber die Efficiency geht jetzt relativ schnell hoch. Also wir produzieren jetzt schon fast 1 Million F pro Tick. Und das ist schon ganz, ganz angenehm, würde ich sagen. Schauen wir mal kurz zum Energiekern. Ja, also insgesamt speisen wir aktuell 4,6 Millionen RF pro Tick ein. Und hier sieht man, wie die
Jahrhunderte, also die Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende runtergehen, bis der voll geht. Ne? Aktueller Ladezustand 0,0016%. Und ihr seht, wie schnell der hier voll lädt. Aber ist halt, ne, von dem Potenzial, was er könnte, da ist es halt noch weit entfernt. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal kurz einen Cut und schauen, ob der auf 100% aufheizt. So, da bin ich wieder. Also es sieht gut aus. Ich habe jetzt nicht komplett auf 100 gewartet, weil es immer langsamer geht, weil er natürlich hier diese Temperature Change Rate immer weiter nach unten geht. Dementsprechend, je weiter wir Richtung 100 kommen, desto langsamer geht es voran. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt bei knapp 3 Millionen RF pro Tick. Wir können noch mal ganz kurz hier durch die Scheibe gehen. Und dann sehen wir hier, dass gerade 6,8 Millionen RF pro Tick hier eingespeist werden. Was dann im aktuellen Stand dazu führt, dass in knapp 2000 Jahren dieser Reaktor voll ist. Das heißt, niemals. Aber ist egal. Denn wir haben ja gesehen, es lohnt sich, die Energie hier zu speichern. Denn als die Reaktoren für ein paar Wochen ausgefallen sind, hat halt dieser Kern unsere gesamte Base mit Strom versorgt. Und das ist nice. Das ist quasi unser Notstromaggregat. Und mit diesen Worten würde ich auch sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im Livestream. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.